Hallo, herzlich willkommen zu einem Live-Produkttest, einem Gitarrentest. Ich habe das hier unten links auch gleich eingeblendet, dass man weiß, dass dies ein Produkttest ist. Und zwar geht es heute um Maybach-Gitarren. Wir schauen uns die Modelle Lesser. Hier, wir haben zwei Stück. Das mit dem 59er Halsprofil und eine mit dem 60er Slim Taper Hals. Und wir schauen uns die Albatros an, oder Albatros, wie man das wahrscheinlich ausspricht. Das ist diese Gitarre hier in der Mitte, Mahagoni Korpus. Und werden ganz im Detail über ja, alles reden, was diese Gitarren ausmacht. Ich habe recherchiert, mich vorbereitet, habe jetzt fast 2 Wochen, also über 10 Tage mit diesen Gitarren verbracht, sodass ich dann hier auch wirklich ein Gefühl für das Instrument entwickeln kann. Und freue mich, wir sind live heute und ich begrüße erstmal alle, die heute live dabei sind. Ich gehe jetzt mal rein. Sorry, dass es einen Hauch länger gedauert hat, jetzt bis ich live gehen konnte. Der Grund war ein Software-Update meiner Übertragungssoftware. Und wenn das zwangsweise passiert, dann muss man natürlich dann alles einstellen. Und das kann passieren, wenn wir live sind. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich werde den Live-Chat jetzt nicht einblenden, aber man kann den Live-Chat natürlich dann im Nachhinein rechts unten im Video verfolgen. Warum mache ich das live? Nun, ich kann da vielleicht auch auf die ein oder andere Frage von euch eingehen und ich glaube, das macht das Ganze dann sehr, sehr interessant. Also ganz, ganz liebe Grüße an euch alle und vielen Dank, dass ihr Geduld hattet. Die Gitarren wurden mir vom, ich gehe jetzt hier in meine Übertragungssoftware, ich bin hier ja Regisseur und alles in einem. Die Gitarren wurden mir von dem Musikladen Rockshop in Karlsruhe zur Verfügung gestellt. Nicht unter der Prämisse, hier Horst, du musst auf jeden Fall einen guten Test hier machen, sondern ich habe zu dem Geschäft eine Beziehung als Kunde seit fast 30 Jahren. Das ist mein ja, Brot- und Butterladen hier in Karlsruhe und ich habe in meiner Zeit, wo ich bei Line 6 gearbeitet habe und auch davor im Musikaußendienst eine sehr, sehr gute Beziehung zum Rockshop gepflegt. Und auf den Wunsch hin, auf euren Wunsch hin, mehr Produkttests zu bringen, habe ich mich mit dem Rockshop zusammengesetzt und wir haben dann beschlossen, diese, nicht nur diese Gitarre, sondern auch alle möglichen interessanten Produkte, die ich persönlich raussuche und interessant finde, für euch zu testen und zwar so objektiv wie möglich. Mit meiner Erfahrung, mit meinen Sinnen und allem, was ich euch zu dem Instrument sagen kann. Ich versuche es für euch, für dich, wenn du das nachher siehst, so vertrauensvoll wie möglich aufzubauen. Also du sollst wissen, dass ich das mache nur für dich. Ich weiß, es klingt in der heutigen Zeit der Influencer und der werbetreibenden Industrie ein bisschen, ja, man unglaubwürdig, wenn man das erzählt. Aber ich kann dir versichern, dass ich aus reiner Freude an dem Instrument und an den Produkten diese Tests machen werde. Und vor allen Dingen, ich will nicht nur Produkte aus jetzt aus dem Gitarrenbereich testen, sondern auch aus dem Studiobereich, also alles Mögliche in den nächsten Monaten und Jahren Dinge, die mir in der Zeit, seit ich Musik mache, auf dem Weg sehr, sehr geholfen haben und gut getan haben. Und naja, heute reden wir über Maybach. Was ist denn das hier? Das ist offensichtlich ein sehr vintage-mäßig aussehendes Produkt, wie man das so schön sagen kann. Du siehst, ich habe hier unten einen Sender hier, den Relay G10 von Line 6 drin. Und spiele über den Line 6 Helix. Was du hörst, sind diese Genelec Studio Monitore und das Power Cap von Line 6 hier hinten rechts. Und wenn als diese Verzögerung ist, da ist, es dauert als eine Sekunde, bis die Funkverbindung aufgestellt ist.
hier jede Menge Notizen auch zu den Gitarren. Ich glaube, es wird heute sehr umfangreich. Und wenn du dir das Video anguckst, bleib dran, du wirst sehr viel Insider-Info auch bekommen. Ich bin mir sicher, es lohnt sich. So, wenn wir jetzt hier reingehen auf die Webseite des Herstellers, dann sehen wir einmal hier die komplette Produktserie. Das Gitarrenmodell heißt Lester. Und man sieht auf den ersten Blick, dass es ein Produkt ist, das aus den 50er Jahren des damals bekanntesten und berühmtesten Gitarrenbauers Amerikas ist. Man kann das ja auch namentlich nennen. Ich meine Lester Polfus. Lester war der Vorname von Les Paul und da kommt auch die Inspiration für das Produkt her. So, Fragen zu der Firma und zu dem, was ich recherchieren konnte, werde ich euch mitteilen, insofern ich natürlich die Informationen als so wahrhaftig wie möglich hier betrachten und annehmen kann. Also, wie der Amerikaner sagt, bear with me if I make mistakes. Zieh mal das hier unten noch ein bisschen hoch. Aber ich werde versuchen, so wahrhaftig wie möglich hier mit diesen Informationen umzugehen. Okay? Deswegen, wenn ich meine Augen hier als Wandern, ich bin mein eigener Regisseur mit den ganzen Kameras und allem. Und ich habe hier meine Notizen, damit ich gar nichts vergesse. Okay, reden wir doch mal einfach über das Produkt an sich, die Hauptmerkmale und um was es hier bei der Firma geht. Die Firma Maybach, der Name ist ja ein bisschen bekannt eigentlich aus dem Automobilbereich. Also ich kannte vorher nur Mercedes Maybach und die S-Klasse von denen, die als Maybach-Modell auch auf dem Markt immer noch präsent ist. Und ich finde das Logo sehr, sehr interessant, sehr, sehr schick. Sehr ähnlich, ob da jetzt irgendwelche Lizenzen, man kann das nicht recherchieren, ich habe das nicht rausgefunden. Ich glaube nicht, dass es mit dem Namen Maybach für Autos was zu tun hat, aber wenn dann, wenn ihr das wisst, schreibt mir das unter dieses Video, sodass wir dann auch alle anderen informieren können. Ansonsten, was habe ich rausgefunden? Die Firma wurde gegründet von Tony Götz, er ist der Inhaber der Marke. Und ein Mensch, der im Vertrieb und im Bau von Musikinstrumenten in den letzten 30 Jahren seinen Ruf erarbeitet hat. Also er hat 30 Jahre Erfahrung und er erzählt in einem seiner Videos auf YouTube, wie er dazu gekommen ist. Na, er hat klassische Gitarre studiert und hat dann den Wunsch, der Wunsch in ihm ist hochgekommen, diese Gitarren, die eben die Stones, die Beatles, Hendrix, Clapton gespielt haben, ja, für einen bezahlbaren Preis und für jeden zugänglich zu machen. Weil teilweise waren ja die Instrumente dann schon im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr, sehr teuer. Wenn man jetzt bedenkt, was heute Gitarrenmodelle aus den 50er kosten, das sind sechsstellige, manchmal sogar siebenstellige Beträge. Das ist schon sehr, sehr teuer geworden. Also er ging dann in den Vertrieb, beschäftigte sich mit Gitarrenbau und hat dann die Firma 2007 gegründet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Hat dann herausgefunden, dass die Marke Larson, da gehen wir jetzt gleich mal drauf, also ist Vorab-Info, bevor wir in die Soundbeispiele gehen und alles besprechen. Ich glaube, das ist für dich sehr, sehr interessant. Das soll auch eine Art Referenzvideo werden. Also wir gehen jetzt hier auf Wikipedia und schauen mal Larson Brothers. Hier in 1934, Les Paul was playing under the name Robert Red. He was introduced to the Larson Brothers. Also wie ihr hier sehen könnt, Larson, die Kopfplatte, das ist ja immer so ein berühmtes Thema bei dem Bau von Gitarren. Das wisst ihr. Und hier seht ihr eine von 1942 mit einem Kopfplattendesign, das dann doch schon ja, sehr bekannt ist auch und verwendet wird. So und so weiter. Ich lese euch das jetzt nicht alles hier vor. Hier wichtig ist hier Revival. In 2007 wurde die Brand Larson Brothers verkauft an Tony Götz. He and Roman Zajek. Luthier, also ein Gitarrenbauer aus der Tschechischen Republik, bauen nun
Modelle, Gitarrenmodelle nach den Originalen der Larsen-Brüder. Also, diese Kopfplatte hier ist Larsen Style, wie du das gerade jetzt auch in dem Bild gesehen hast von 1934 oder 42, diese Eupophon-Gitarre. Okay. Und then he met Maurice Dupont, hier steht es, a French luthier who wanted to remake the guitars, also mit Maurice Dupont aus Frankreich zusammen und mit den Gitarrenbauern aus Tschechien haben sie sich dann zusammengetan und haben dann begonnen in 2013 Larsen Gitarrenmodelle in Boutier Saint-Troyon Cognac France auf den Markt zu bringen, wie auch die Maybach, Stanford und etliche andere Gitarrenserien. Alles nach einem sehr, sehr vintage-mäßigen Vorbild und Style. Und die Leute, die Gitarrenbauer aus der Tschechei, die seit Jahrzehnten Gitarren bauen, haben 15 Jahre auch unter anderem Epiphone-Gitarren made in Europe gebaut. Und da kommt auch eine große Portion des Know-hows her. Dann hat man sich, und das werde ich jetzt hier gleich nochmal eingeben, hier, mal gucken mal hier kurz, entschuldigt hier diese anderen Sachen, die hier auftauchen, aber wir gehen jetzt mal auf Amber Pickups. Und das ist alles wichtig, dass ihr das wisst. Und wir gehen jetzt hier gleich auf Humbucker, Amber Pickups. Und verbaut in den Gitarren sind diese Tonabnehmer Spirit of 59, gebaut von Wolfgang Damm. Diese Tonabnehmer sollen eben diesen Geist der PAF-Tonabnehmer von 1959, den alle haben wollen. Und die Tonabnehmer machen einen großen Beitrag zum Sound dieser Gitarren aus. Nicht nur die Bauweise, also der akustische Klang des Instrumentes. Der sehr wichtig ist. Es ist auch mir wichtig, dass ihr das hören könnt, wie die Gitarre schon rein von der Lautstärke her akustisch klingt. Also mit Wolfgang Damm zusammen, 14 Jahre Erfahrung, also wir haben 15 Jahre Epiphone-Gitarrenbau. Ganz nah begibt man sich hier mit den Gitarren an die Vintage-Originale aus den 50er. Und dann mit Wolfgang Damm zusammen, ihr wisst, ich habe einige seiner Pickups in meiner PRS angebaut und in ein, zwei anderen Gitarren. Er war 14 Jahre Produktmanager bei Gibson und hat die P94 für Gibson entwickelt. Also man versucht hier mit den Komponenten 100% Vintage zusammen zu stellen. So, also jetzt haben wir die Informationen. Jetzt gehen wir hier auf das Modell 15. Also ich habe jetzt die 60er in der Hand. Mit dem 60er Profile Hals. Also ich gehe jetzt einfach mal auf die hier, die finde ich ziemlich schön. Es gibt auch Custom Shop Modelle, die liegen ein paar hundert Euro drüber. Aber von den Infos her, gehen wir mal auf die hier. Das ist die Midnight Sunset, die ich jetzt in der Hand habe. Midnight Sunset, ein bisschen andere Farbe, da gibt es verschiedene Farbnuancen. Und hier sind dann die Produktinfos. Mahagoni Korpus. Zweiteilig, aufgeleimte Ahorndecke. Man versucht immer AAA Ahorndecken zu bekommen, also in hoher Qualität. Das Holz ist handselektiert, beste Hölzer, leicht und nach Klang ausgesucht und keine Läster, das ist das Ziel, soll über 3,7 Kilo wiegen, die wiegt 3,7. Da gucken wir jetzt gleich mal rein. Und was man dann mit der Gitarre bekommt, ist, ich zeige euch gleich auch den Koffer, ist so etwas Schönes hier. Das ist ein Certificate of Authenticity, also ein Zertifikat mit den Informationen. Und hier kann man lesen, das ist die Albatros, entschuldigt. Das ist von dieser Gitarre hier. Das ist die Slim Taper 60er. Mahagoni Midnight Sunset 3,7 Kilo. Sehr schön, dass die Gewichtsangabe hier vorhanden ist. Maple und Amber Spirit of 59. Wann die Gitarre gebaut wurde. Und das bekommt man
mit jeder Gitarre, inklusive natürlich auch dem Plastiktipp, der hier noch nicht draufgeschraubt ist. Der ist in einem extra Umschlag, der noch versiegelt ist. Diese Teile werden in den Musikläden als gerne abgeschraubt und mitgenommen. Deswegen, falls ihr euch schon mal gefragt habt, deswegen fehlen die. Ja? Aber wenn du die Gitarre dann kaufst, schraubst du das Teil einfach drauf. Es ist im Lieferumfang enthalten. Im Lieferumfang ist auch, und jetzt gehen wir in die Szene Nummer 2 hier, kannst du das dann sehen, dieser wunderschöne Paisley-Koffer. Den kann man hier sehen. Also einfach ein Schmuckstück, wie ich finde. Ich würde gleich sagen, empfindlich. Hier, man hat also ganz schnell auch mal die ein oder andere Marke drin, aber das hat man eigentlich bei jedem dieser Koffer, also bitte vorsichtig sein. Und innen drin sieht man, es ist ein grünes Plüsch, sehr, sehr schön gepolstert. Die Gitarre liegt, es ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich mache mal die Kamera noch einen Tick heller, damit ihr das besser sehen könnt. Das kann ich hier in der Software einstellen. So. Sollte jetzt hell genug sein. Und dann kannst du hier das Grüne hier sehen. Und hier in dem Umschlag ist dann das Zertifikat drin und einige weitere Informationen. Also ein wunderschöner Paisley-Koffer. Nicht schwer, leicht. Und Siri reagiert hier auch gleich. Also hier ist alles am Leben, wie ihr sehen könnt. Die Koffer sind also wirklich, wirklich deluxe-mäßig. Also mit wunderschönen Verschlüssen, einem Maybach-Logo, alles leicht, nicht angerostet, aber so wunderschön vintage. Also mit äußerst viel Liebe, würde ich sagen, ist dieser Koffer hier gemacht. Okay, also was haben wir dann noch? Neben dem Zertifikat, wir wissen, die Gitarre wiegt 3,7 Kilo. Wir haben Mahagoni aus Honduras meistens und auch eine Info, die ich herausgefunden habe. Die Gitarren sind, wenn möglich, nicht gechambert, aber wenn sie vom Holz her und so leichtes Mahagoni, ist extrem schwierig geworden zu finden weltweit, wenn es ein bisschen drüber geht, dann macht man leichtes Chambering. Wenn ich hier drauf klopfe, könnte ich mir vorstellen, also die wiegt jetzt 3,7, das hier ein leichtes Chambering, aber ich habe keine negativen Auswirkungen auf den Klang erhalten. Was wir jetzt machen, wir machen jetzt mit dieser Gitarre einige Soundbeispiele, ich weiß, da warten alle drauf. Und als erstes, was ich spielen möchte, sind ein paar Clean Sounds. Beginnen mit Rhythm und gehen durch die einzelnen Pickups und also ich habe hier meine Notizen, damit ich ja nichts vergesse. Okay? Weil das, ich sage es nochmal, das Video geht heute länger. Mittenposition, beide Tonabnehmer. Fender Blackface. Also ein schöner Fender Clean Sound ohne Verzerrung. Hinterer Pickup. Pickups sind alle schön ausbalanciert. Front Pickup. Der hintere ein bisschen leiser ist, das ändert sich in dem Augenblick, wo Verzerrung hinzukommt. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal auf einen Marshall Amp hier.
Und zwar ein Plexi-Marshall, dass du das hörst. Ich mache noch einen Hauch lauter hier, aber wirklich nur ein Strichchen, sodass man hier wirklich auch die volle Power hört von den Instrumenten. Okay? Und jetzt einfach nur der Amp mit ein bisschen Hall, ohne irgendwelche Pedale, gar nada nix. Wir spielen einfach ein A Power Chord hier und hören uns den Sustain an. Wie lange die Gitarre schwingt. Was spielst. Und das ist gleich jetzt ein Punkt, wo ich mitsingen werde, damit du das hörst, was da passiert. Wishes to in the street, smiling from head to feet. I said, hey, what's your name? Maybe we're in need of a game. Said, don't hesitate. Let's move before the race of parking, babe. Pickups ist absolut beeindruckend. Also wir haben hier Tonabnehmer, die wunderschön, also fast schon exemplarisch diesen Geist der alten Vintage-Gitarren wieder aufleben lassen. Füge ich dem Ganzen einen Tube Screamer hinzu und werde einige klassische Beispiele spielen von bekannten Songs. Ne? Als nächstes bringe ich auch einen absolut klassischen Sound, den man immer wieder gerne hören möchte von dieser Gitarre hier. Und ich gehe auf den Front-Pickup und... Thank you.
zurück und bedenkt, ich habe hier einen High Gain Sound. I remember Paris. Da, 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 da. Champs-Élysées. Jetzt gleich, also was ihr bis jetzt gehört habt, war die, gucken wir es nochmal an, Nitrolack, das kann man auch riechen, also Nitrolack riecht, die Gitarren sind leicht geaged. Ja, gehen wir mal in diese Aufnahme hier, da kann man das vielleicht besser sehen. So, Sekunde, Sekunde, hier, na doch, mal bleiben wir doch auf der Aufnahme hier. So, hier kann man das sehen, die Gitarren sind geaged, aber je weiter weg man geht, umso schöner sieht das Ganze aus. Es ist Nitrolack. Man kann die Gitarren alle auch ohne diese und ohne das Aging bekommen, dann aber nicht mit Nitrolack, sondern mit dem Standard Polyesterlack, ne? Der wesentlich mehr aushält. Also, aber ich finde die von der Verarbeitung her sehr, sehr schön und nichts ist wirklich, wirklich hässlich. Es sieht einfach nur wie ein altes Instrument aus und das ist auch ganz, ganz wichtig. So, jetzt nehme ich die zweite Gitarre hier mit dem etwas dickeren Hals und dazu muss man sagen, die Halsprofile in den 50er Jahren, die als Vorbild waren, die als Vorbild standen von diesen Instrumenten, die waren alle per Hand gefertigt und die waren alle unterschiedlich. Es gab also mal sehr schlanke Hälse und das ist jetzt ein 59er Hals, der sich für meine Hand sehr, sehr gut anfühlt. Wir beginnen gleich mit dem identischen Beispiel von vorhin und spielen. Ist es gleich, ist so ein typisches Phänomen. Die andere Gitarre, die ist ein Tick mittiger, hat ein bisschen keine so ganz große Bandbreite, geht ein Tick weniger nach unten. Einer der Gründe, würde ich vermuten, ist einfach auch die Stabilität und die Dicke dieses dickeren Halses. Der gibt einfach noch mal mehr von dem Ganzen. Bedeutet, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wäre es für mich sehr, sehr schwer zwischen diesen beiden Gitarren. Ich fühle mich auf der anderen vom dünneren Hals her, weil ich keine so großen Hände habe, ja, wohler. Aber hier bei der ist der Sustain noch einen Hauch prachtvoller. Also all diese Gitarren haben Charakter, ne? Die haben alle einen eigenen Klang und deswegen es ist unmöglich, da jetzt, man muss das Instrument in der Hand haben, es ist unmöglich zu sagen, ja, das ist sie, weil ich den Sound jetzt gehört habe, den ich mir genau vorstelle, aber ich kann euch sagen, das ist ein absoluter Traum. Thank you.
Wenn ich jetzt auf dem Sound bleibe, ich schalte jetzt die Verzerrungen einen Tick runter und spiele einfach ein paar. Geh jetzt mal auf einen Sound, den Bonamassa sehr gerne. Also ich habe hier ein Preset so Bonamassa Style, auch ein Plexi Marshall, und dann spielen wir mal mit viel Gefühl beide Portis leicht zurückgedreht. Reden wir über den Klang. Also wie gesagt, beste Hölzer, sehr, also die ist auch bei 3,7. Fantastisch für eine Gitarre in dieser Liga. Und sie fühlt sich an wie ein Custom Shop Instrument. Also reden wir jetzt über die Wahrnehmung. Also wenn man das Instrument anschaut, sieht es aus wie ein altes Instrument. Also äußerst liebevoll das Ganze verarbeitet. Ich habe hier hinten das runtergeschraubt, um mal reinzugucken. Alles ist innen drin mit Kupferfolie ausgekleidet, abgeschirmt. Die Verarbeitung ist wirklich makellos. Man macht sich sogar die Mühe, diese Goto-Tuner, die sehr, sehr gut funktionieren, abzuschleifen. Die fühlen sich an wie alt. Oft ist es so, wenn man was berührt, dass da noch scharfe Kanten sind am Plastik. Nee, das ist hier, da war jemand, hat 5 Minuten die abgeschleift und es fühlt sich echt alt an. Was mir noch aufgefallen ist, die Kopfplatte ist ein bisschen dick und dadurch schauen diese Vintage Goto Mechaniken nur ganz wenig oben raus. Also ist jetzt keine wirkliche Kritik an dem Ganzen, aber Vorsicht beim Umwickeln. Ich empfehle beim Umwickeln der Saiten einmal oben rüber zu gehen, also einmal oberhalb des Loches und dann ein-, zweimal unterhalb. Mehr geht nicht, weil der Stift, der oben rausguckt, relativ kurz ist. Also das, wenn da ein Millimeter mehr wäre, wäre es nicht schlecht. Wenn man das gemacht hat, um der Kopfplatte Stabilität zu verleihen, okay. Aber ansonsten, ja, das wäre jetzt so etwas, was ich gesehen habe. Sie riecht nach Nitro ein bisschen, Nitrolack. Die Koffer sind wunderschön, aber sie dünsten aus. Ja, also das wäre jetzt so ein kleiner Kritikpunkt. Was kann man jetzt sagen? Die Leute, die die Gitarren bauen in Handarbeit, natürlich ist jetzt alles, wo die Hardware reinkommt. Die Hardware ist übrigens von Goto, die Portis sind CTS und Schalter, Switchcraft, also
höchste Qualität, alles. Die Inlays sehen gut aus. Das Holz des Halses ist schönes, dunkles Palisander. Also sehr, sehr ganz kleine Poren. Also ich glaube nicht, dass man das oft einölen muss. Hervorragend, zwar Two-Piece-Body, also der Korpus ist, man sieht es aber nicht, ne? Der besteht aus zwei Stück Mahagoni, aber naja, ich merke da jetzt keinen Unterschied. Hals ist sehr, sehr gut verarbeitet. Wunderbar eingestellt alles, man muss nichts machen. Die Gurthalterung, die Pins sind leicht angeaged, aber nichts hässlich. Also wirklich, wirklich schön. Der Hals, wenn ich ihn mir so angucke, makellos. Makellos. Absolut gerade. Besser geht's nicht. Also, Koffer dünstet ein bisschen aus, riecht ein bisschen nach Kleber, nach diesem Nitro. Aber ich denke, nach ein paar Wochen ist das verschwunden. Ja, das sind wirklich Gitarren für Spieler. Und bezahlbar. So, ich werde noch ein paar Beispiele jetzt spielen. Vielleicht noch ein bisschen Clean Sound hier auch auf dieser Gitarre, dass ihr den hört. Und noch ein paar Beispiele. Und dann gehen wir zu der letzten Gitarre im Trio und dann gucken wir in den Chat. So, diese Zwischenkombination der beiden Pickups auf dem Lester-Modell. Das ist natürlich genial, wenn du jetzt die beiden Lautstärke-Potis hier getrennt regeln kannst. Wenn du den unteren ein bisschen zurückdrehst, dann wird das Ganze wärmer. Clean Sound mit nix. Und ich gebe dem Clean Sound jetzt einfach nur naja, ich gebe ihm einen Verzerrer. Und pass auf. Den OCD-Drive. Ah, natürlich brauchst du noch ein bisschen Level hier, ne, Herr Keller. Wir sind immer noch auf dem Fender-Amp. Wow, der Fender reagiert fantastisch auch oft auf die Gitarre, also klassische Gitarre, klassische Pickups, klassische Amps. Bestmögliche Kombination. Ich könnte endlos viele Beispiele herbringen von gutem Sound. Machen wir ein Beispiel hier mit der ein richtiges Brett. Und vielleicht auch mal einen Metal-Sound. Wie wäre es denn damit? Und zwar schnappe ich mir mal einen Engelamp.
achtet drauf auf die, obwohl es sehr verzerrt ist, wie transparent die Akkorde bleiben. Wow. So, das war jetzt schon mal das Beispiel mit den beiden Lester-Modellen. Kleines Fazit, bevor ich zu der dritten Gitarre gehe, ist also, was höre ich hier? Intonation, Sustain, Bespielbarkeit. Ich habe hier ein Brett von einem Sound und trotzdem ist die von einem Hals und die Bespielbarkeit ist trotzdem gut. Also wow. Ich gehe nochmal auf den Marshall hier und mache nochmal ein paar Beispiele, was die Bespielbarkeit angeht. Ne? Oder wenn so Steve Morse mäßig. Also die Gitarre kann alles. Und auch hier oben, naja, ich habe ja kleine Hände. Und wenn ich jetzt bei Stilgarder Blues hier oben die Licks spiele, dann muss ich hier schon ein bisschen mit dem Brett hier, na, du siehst ja die Dicke hier, da muss ich schon ein bisschen kämpfen damit, aber du wirst belohnt. Mir, ich bin immer noch auf Zimmerlautstärke. Also die Gitarre hat Intonation, Sustain, ganz wichtig, Stabilität im Ton, da kann ich nur sagen, wow. Beide Gitarren haben Persönlichkeit und Charakter und das ist das, wo ich merke, das ist ein handgefertigtes Produkt mit Liebe gemacht. Beste Komponenten, die Pickups allein kosten 400 Euro. Die Hardware ist teuer, das ist wirklich hochwertig. Ich würde sagen, Persönlichkeit, Charakter, genau das, was der Vintage-Liebhaber sucht. Diese Gitarren könnten Klassiker der Zukunft werden. Vor allen Dingen, wenn irgendwann mal dieses Handwerk verschwindet. Und noch haben wir auch junge Leute, die Gitarren bauen und auch in Handarbeit. Aber werden Gitarren in dieser Art in Zukunft noch da sein? Die große Firma aus Amerika, die ja letztes Jahr Insolvenz angemeldet hat und auch gerade wieder so ein bisschen medial versucht, wieder auf die Beine zu kommen und auch mit neuer Führung versuchen, wieder Gitarren auf den Markt zu bringen. Die haben die Schwierigkeit jetzt natürlich auch, dass sie fremdfinanziert sind. Da sind jetzt sehr, sehr hohe Beträge wieder investiert worden, um die Firma zu retten. Und die haben in meiner Auffassung keine Produkte in der Preisklasse. Wir reden hier von 2000, 2100 Euro, was diese Gitarren kosten. Da sucht man auf dem Weltmarkt, wenn man genau das haben möchte, den Vintage, alten Vintage-Ton, vergebens. Vergebens. Das wie er sich öffnet.
jetzt hierhin beide Potis zurück und mit demselben Sound. Immer. I found that a hard way is the price you have to pay. Ihr Lieben, Vintage Sound vom Feinsten und ein Baby haben wir hier noch. Schaut mal das hier an. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, gucke ich kurz in den Chat rein. Ich weiß, ihr seid schon ganz heiß jetzt und da möchte ich... So, jetzt gucken wir mal hier rein. Klingt gut, ziemlich geil aus. Ein Kumpel hat in Maybach Les Paul angespielt, es war noch nicht... Der hat halt einen anderen Geschmack, ne? So, Gary Moore lässt grüßen. Danke, Horst. Du sollst Grüße sagen von Wolle. Mr. Music, Gruß zurück. Herzlichen Dank. Alter, ja, die schmatzt richtig schön. Ja. Ja, finde ich auch. Super, ihr Lieben. Also, jetzt gucken wir hier noch mal kurz rein, bevor ich weitermache. Der Sound der Gitarre ist wirklich, Hammer, Hammer. Riechen die Koffer auch nach Vanille? Nein, das nicht. Die Koffer vom großen G riechen besser nach Vanille, das stimmt. Super. Welche Software ich nutze? Die Software von Line 6. Ich verwende den Helix. Von Line 6, das Flaggschiff. Klusen? No, das sind Goto-Tuner, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber nagelt mich nicht fest, wenn es Klusen sind. Aber gucken wir mal, Mechaniken, also vielleicht hatten sie vorher bei den älteren Modellen Tuner von Klusen. Es sind, wenn man hier reingeht, kurz zeige ich euch das, hier steht es auch noch mal, Goto Mechaniken SD90 Relic. Okay? Brutal geil, brutal. Ich mein Kopf ist schon rot hier vor lauter Begeisterung. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, hier nochmal drin bleiben kurz. Ich gucke nochmal in den Chat rein. Ja, also, super. Ja. Nee, der Koffer von Gibson riecht besser. So, jetzt haben wir hier noch eine Gitarre und da gucken wir gleich rein. Übrigens, nur zur Info, falls Fragen auftauchen. Auf allen Gitarren sind 10er-Saiten drauf. Ich habe sie alle mit nagelneuen 10er-Saiten von Elixir bestückt. Und zwar die grünen. 10er-Saiten, alle gleich, sodass der Test auch fair ist. Und da die Saiten, die machen auch, die haben einen Einfluss auf den Klang. Also, gehen wir jetzt auf Guitars. Und zwar haben wir als nächstes Handmade in Europe. Wunderschön. Hier Leicester Series. Haben wir jetzt durch. Und wir gehen jetzt auf die Albatros. Schön. Endlich habe ich mal so ein Teil in der Hand. He? Ich glaube, ihr habt alle schon lange darauf gewartet, dass ich mal sowas spiele. He? Also... Let's have a listen to the puppy. So, hier braucht man natürlich einen ganz bestimmten Sound erstmal. Den werde ich hier, ich habe ja jede Menge Presets hier, mal aktivieren. Ah, ja. Und so, dann spielen wir mal. Ich habe sie vorhin gestimmt. Also ich hoffe, dass sie noch im Tune ist. Ne? Optisch gehen wir auch gleich drauf ein, was wir hier haben. Stimmen ist wichtig.
Weil ungestimmt ist, geht gar nicht. Ne? Die G-Seite. So, alles andere war top. Was haben wir hier? Wir haben die Albatros 65. Okay, Mahagoni, 2,9 Kilo, Rosenholz, Amber Spirit of 59, dieselben Pickups in dieser Gitarre, extrem dynamisch. Also, so, los geht's. Hören wir uns mal dieses Beispiel an. So, ich werde jetzt mal kurz die noch dehnen. Ich habe die gestern erst frisch drauf. Und das muss einfach passen. Die D-Seite. Ne? Sonst macht es keinen Sinn, ne? Wenn die Gitarre verstimmt ist. Ne? So, Achtung! Gib dem Sound noch ein paar Mitten und Höhen. Noch hier, hören wir uns jetzt das Sustain an. Die schwingt wunderschön. Nur durch die Anschlagdynamik. Und wenn du das spielst. Also gehen wir auf die Specs drauf hier auf der Website. Double Cutaway SG Style Mahogany Larson Style Kopfplatte. Also das ist ein bisschen schmäler. Ein bisschen schmäler. Auch hier haben wir diese relativ kurzen Tuning Pegs, wie man das Tuning Poles Pieces. Also hier, ich habe jeweils die Seite einmal über das Loch und einmal drunter. Also, naja, so macht man es ja generell, ne, dass das richtig stabil hält. Also viele Umwicklungen gehen da nicht. Also vier Umwicklungen, no, doesn't work. Nitro-Lackierung, Amber Spirit of 59, Klusen, Tulip Buttons, also hier sind Klusens und Maybach Luxus Case. Nitro-Lackierung, Dark Vineyard Aged. Aged bedeutet, die Gitarren werden leicht, das sieht man hier, hoffe ich, leicht gecheckt. Nichts Böses hier, so ein bisschen. Das kann man sehen, hoffe ich. Ja, schön langsam. Da oben sieht man es an der Kante. Hinten sieht die auch ja, ein paar Macken. Also nichts Weltbewegendes. Okay. So, jetzt gibt es hier ein paar Soundbeispiele zu der Gitarre. Wir gehen nach dem knalligen Marshall Sound. Jetzt gehen wir auf den Clean Sound und gucken uns mal an, wie das Ganze dann klingt. Ja, so.
Spiele aus den 60ern mit der Gitarre drehenden Tonpotti ein bisschen zurück. So. Nicht ganz, aber so auf zwei. Bisschen mehr, hoppla. Und dieser Ton. Also es könnte ewig weitergehen mit Beispielen. Wie gesagt, ich muss immer kurz noch checken, weil ich die dann jetzt schon sehr, sehr rannehme, weil die Saiten auch absolut frisch sind. Und ich will auf keinen Fall, dass irgendwas hier verstimmt ist. Aus den Händen geben. Die ist für meine kleinen Hände auch hier oben fantastisch bespielbar. Ja, wir wissen es. Ohne Gurt, ein bisschen kopflastig, aber 2,9 Kilo. Was soll's? So, jetzt meine Gedanken zu dieser Gitarre noch. Und was kann ich euch noch vorspielen? Das ist, Balance ist SG-typisch. Das Gewicht ist fantastisch, angenehm, leicht. Der Klang durch diese 59er Pickups ist sehr fett für eine SG. Die Pickups schieben, die Spirit of 59 Pickups, schieben diese Gitarre tatsächlich auch in die Klangregionen einer Les Paul. Also, 10er Saiten klingen sehr fett. So, wenn du jetzt mehr Richtung AC/DC gehen möchtest, Angus spielt 9er Saiten, dann klingt's authentischer, ein bisschen dünner. Ja. Ich empfinde es dynamischer. Na? Ich habe also
kurz mal hier den Screamer raus, sodass ich nur den Amp habe. Wenn ich hier picke. Dann hört ihr die überragende Dynamik dieser Tonabnehmer. Einfach nur hier die Lautstärke zurück. Stabilität im Ton, Intonation, Sustain, Sahne. Und 12. Bund. Persönlichkeit, Charakter. Wow, wenn du ein Vintage-Liebhaber bist, mit dem Wunsch, diese alten Klassiker, genau diesen Sound zu bekommen, das ist hervorragend umgesetzt. Wunderbar, was die Bespielbarkeit angeht. Hals noch. Fantastisch, ne? Absolut gerade. Da ist nix. Schöne Goto Hardware. Die Potties hätte ich vielleicht einen Hauch. Ich hätte sie vielleicht verchromt. Hier oben ein bisschen. Hier so Chromkäppchen reingemacht. Ne? Aber ansonsten, die Optik, die Verarbeitung, mega, mega. Alles. Bestens. So, noch kurz in meine Gedanken reingucken, dann am Ende gehe ich noch mal kurz in den Chat rein. Was kann ich sagen? Honduras Mahagoni in den meisten Fällen. Sustain bis zum Abwinken. Was ist eigentlich der Les Paul Sound? Was ist das? Gibt es ihn? Ja, es gibt ihn. Und wie? Es ist der heilige Gral des Gitarrensounds, des E-Gitarrensounds. Warum? Weil er ganz tief runter geht und ganz hoch. Er hat also die größte Frequenz, Bandbreite der E-Gitarren. Es gibt warmklingende, es gibt rundklingende Les Pauls, es gibt flötenartig. Ne? Also nehmen wir nochmal die hier. Das ist die mit dem dünnen Hals. Lass mal noch mal gucken. Ich muss echt fühlen, weil die sind sich sehr ähnlich. Und Flöten, was heißt denn dieses Flöten? Ne? Dieses. Wenn dann der Tube Screamer hinzukommt, dann entsteht eben dieses. Vorne und dann hinten. Dieses singende, schreiende. Was ist der Les Paul-Ton? Ja, er ist unterschiedlich. Er kann mal bissig, mal mit Attack sein. Man kann ihn noch trimmen mit Tonabnehmern. Man kann ihn ja auch Richtung Metal schicken. Es gibt eben dieses Gitarrenmodell auch mit aktiven Pickups. Es gibt wahnsinnig viel Spielraum. Wenn du jedoch auf den klassischen Sound stehst, der diesen Sound aus den 50ern, das ist es. Das ist es. Also der klingt. Wir haben hier einen warm klingenden Halspickup. Tube Screamer mal wieder raus hier und dann. Wir haben einen warm klingenden, viel Pfund und oben der Treble Pickup, genau den Biss.
auch komplexe Akkorde. Haben Transparenz. Auch so ein Akkord, ne? Als alles, wirklich alles, einfach nur leise gespielt, klingt. Laut, resonant, extrem dynamisch, klingen wie alte Instrumente. Ein Hauch, was ich noch empfunden habe, ist, dass der Hals ein Hauch, wirklich ein Hauch, ich kann das gar nicht beziehen, vielleicht ein halber Millimeter, ein Millimeter, ein Hauch breiter ist, wie die Les Paul-Hälse. Also, das sollte es gewesen sein. Ich gucke jetzt noch mal kurz in den Chat und dann werde ich mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch genauso viel Begeisterung rüberbringen, wie ich empfinde für diese Instrumente. Ich habe eine SG-artige Gitarre noch nie klingen gehört. Ja, das hat mächtig was. Mächtig was. Die Gewichtsverteilung ist gut. Sie neigt sich ein bisschen. Ich hole sie nochmal, um eure Fragen zu beantworten. Schauen wir nochmal kurz. Die Gewichts ist halt typisch SG. Du hast halt wahnsinnig viel Hals nach links. Sie neigt sich, ne? Aber es ist nicht so, dass sie zieht. Sie ist ja sehr leicht. Das bedeutet, wenn du jetzt hier einen Gurt dran hast, dann ist die wunderbar. Dann ist sie ohne Gurt würde ich die auf Dauer jetzt nicht spielen. Aber es ist nicht so brutal, dass es irgendwie stört. Ne? Super. Okay, ihr Lieben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und am Ende will ich euch noch ein paar Dinge jetzt ans Herzen legen. Ich weiß, das Video ging länger, aber das hat sich, hoffe ich, für euch genauso gelohnt wie für mich. Also, nochmal, lass mir noch ein paar Dinge sagen. So, Schlusswort. Was ist eben der Sound dieser alten Gitarren? Er ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt warm klingende Instrumente, singend, Attack. Ist mal dünn, mal dick, mal... Was ganz wichtig ist, du musst die Gitarren spielen. Diese Instrumente, ich werde nächste Woche noch die zwei anderen Modelle testen, das S- und das T-Modell, und werde euch dann auch noch berichten. Aber jetzt schon Zwischenfazit kann ich sagen, diese Gitarren, wie fast nicht, ich wurde noch nie so... Ich meine, ich hatte schon eine... Also ich wusste, was auf mich zukommt, aber der Hals war vor 2 Jahren an der Gitarre zu dick. Ich musste die wieder verkaufen, weil ich kann mit so ganz dicken Hälsen nicht umgehen. Die beiden Hälse sind super. Die sind jetzt genau richtig für mich. Auch der dickere, perfekt. Und ich kann euch sagen, hier ist eine Firma mit Liebe zum alten Sound am Start. Sie liefern uns makellose Qualität. Ich habe keine Gitarre bis jetzt in der Hand gehabt, die nicht geklungen hat. Sie haben alle Charakter. Teste sie an, spiel die Gitarren an. Diese Gitarren hier wurden mir von der Firma Rockshop aus Karlsruhe zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an den Rockshop, an Matthias Loris für seine Zeit, die er sich genommen hat, dass ich mir diese Gitarren mitnehmen durfte, sie aussuchen durfte. Und ich würde sie am liebsten, naja, alle behalten, aber das geht natürlich nicht. Ne? Und wie ihr schon sagt, unter anderem, das gilt für jeden von uns, liegt der Ton der Gitarren, also das, was du rausholst, wie gesagt, ich könnte noch so viele Beispiele bringen, liegt in den Händen. Ich sage jetzt nicht, dass du dich nicht mit dem Thema Ausrüstung und Vintage und guten Instrumenten beschäftigen solltest. Aber was wichtig ist, du brauchst ein gut gebautes Instrument für den arbeitenden Musiker, das diese klassischen Klänge in hoher Qualität zu einem bezahlbaren Preis reproduziert. Das sind so meine Gedanken. Und Leidenschaft ist gut, Wissen ist gut. Ich meine, ich habe, ja, manchmal ist man geplagt, wenn man zu viel weiß. Ne? Sondern man sollte sich verlassen auf seine Gefühle, auf wie fühlt sich's an, wie hört sich's an, wie schwingt es, wie klingt es. Und gibt es mir einen Grund, das Instrument jeden Tag in die Hand zu nehmen? Diese Instrumente, die geben mir das. Ja? Und das sollte es, ja, man kann sparen. Man kann sparen und trotzdem
etwas ganz Besonderes haben. Ich glaube, das so als Schlusswort lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Nochmal vielen Dank an alle, die live dabei waren. Vielen Dank an dich, wenn du dir dieses Video im Nachhinein anguckst und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich konnte so viel Information reinpacken, sodass du umfassend informiert bist. Ich bedanke mich bei dir, dass du nicht nur auch 3, 5, 7 Minuten Videos sind berechtigt, aber dass du mir gefolgt bist bis hierher. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dich in einem meiner nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Nächste Woche sind die beiden anderen Modelle noch dran. Ich werde die Links auch zu diesen Gitarren in, ja, kurz noch Werbung, natürlich muss sein, hier der Rockshop in Karlsruhe, wenn ihr hier auf Gitarren geht, dann findet ihr natürlich diese Marke unter E-Gitarren und unter Filter kann man hier reingehen auf den Hersteller, das dann filtern und die Modelle gehen jetzt wieder an den Rockshop zurück. Eine der Gitarren, also die 59er, da ist einer meiner Schüler, hat die schon sozusagen ja nicht nur gehört, sondern auch reserviert, aber hier, schaut mal hier, da sind jede Menge Gitarren anspielbereit, anzutesten, eine blaue, eine Honey Pie und ich habe noch keine schlechte Hand gehabt. Also nochmal, danke Rockshop, danke an euch für eure Zeit, alles Liebe, alles Gute. Das war der Maybach Gitarrentest Lester und Albatros. Ich freue mich, dich in meinem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bye bye, bis zum nächsten Mal, ciao.